Neo, dein Schlüssel zur Freiheit, beinhaltet uraltes geheimes Wissen, was in der Vergangenheit nur Eingeweihten vorbehalten blieb. Erstmals wird dieses in komprimierter Form mit leicht verständlichen Worten einem breiten Publikum zur Verfügung gestellt. Somit ist es nun jedem Suchenden möglich, den spirituellen Zugang für den Pfad zur inneren Freiheit zu finden. Aber Vorsicht! Dieses Buch kann dein Leben radikal verändern. Die Frage ist nur, bist du bereit dafür? Auf über 40 faszinierenden und inspirierenden Kapiteln wie Der Heilige Gral, Der Sinn des Lebens, Gibt es eine übergeordnete Macht des Bösen, Das 30-Tage-Geheimnis, kommt man dem Schlüssel zur inneren Freiheit immer näher. Mit einem Vorwort des bekannten Bestseller-Autors Rüdiger Dahlke, der über das Buch sagte, Heiko Schramm bedient sich des Weisheitsschatzes der großen Geister unserer Geschichte, um Bewusstsein für diese besondere Zeit des Um- und Aufbruchs zu wecken und seine Leser aufzuwecken und ihnen ein Licht aufgehen zu lassen für unsere Chance bewussten Neuanfangs. Neo, dein Schlüssel zur Freiheit von Autor Heiko Schrang ist ab Anfang Dezember als Buch, E-Book und Hörbuch hier erhältlich. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer extrem spontanen Sendung live direkt aus Katar, Fußball-WM. Thomas ist da wieder, Thomas Berthold, Fußball-Weltmeister, wird uns jetzt berichten, was dort vor Ort los ist aus seiner Sicht. Und erstmal vielen herzlichen Dank, Thomas, dass du die Zeit gefunden hast, jetzt unseren Zuschauern quasi mit Fragen und Antwort zur Seite zu stehen. Wo bist du genau, wenn ich fragen darf? Lieber Heiko, ich bin in Doha im Hotel. Ihr seht wahrscheinlich im Hintergrund ein bisschen die Skyline. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Wir sind ja 2 Stunden voraus. Und so gegen 4, 4:15 wird es dann langsam dämmerig. Also ich bin jetzt im 14. Stock. Und tagsüber, wenn du noch einen schönen Blick hast, guckst du hier aufs Meer, auf die Dünen. Fantastisch. Bevor wir jetzt direkt einsteigen in das Thema Fußball-WM Katar, was ja viele Menschen derzeit zerreißt, manche sind dagegen, manche sind dafür, habe ich mal eine Frage an dich, Thomas. Du bist ein Freigeist, die Menschen, die dich kennen, du bist ein Freidenker, manche haben zu dir Querdenker gesagt. Und jetzt habe ich gestern gelesen, sogar Mainstream, dass Thomas Berthold eingeladen ist als Ehrengast, als einziger Ehrengast der FIFA. Frag dich, wie kann das sein? Also oder Heiko, ich weiß nicht, wo du was gelesen hast. Habe ich mich verlesen? Stand drin, Tagesthema, also, der Name eingegeben? Also eingeladen bin ich. Es gibt bei der FIFA seit ein paar Jahren ein Legends-Programm. Also das betrifft ehemalige Spieler, die bei Turnieren teilgenommen haben, vor allem Weltmeisterschaften. Da kommen eben Spieler aus der ganzen Welt zusammen. Brasilianer, Argentinier, Europäer etc. etc. Lothar Matthäus ist auch hier. Wir sind also aus Deutschland zu zweit. Am meisten sind die Brasilianer vertreten. Die sind zu viert hier. Und von daher weiß ich, ob ich hier Ehrengast bin. Also es gibt letztendlich dieses Legends-Programm, das es seit 4 Jahren gibt. Das hatte 2018 im Endeffekt Premiere in Russland. Wird jetzt hier in Katar fortgeführt und wird auch dann in 4 Jahren 2026 Amerika, USA, Mexiko, also bei der nächsten WM. Kanada auch stattfinden. Also stand es wirklich drin. Ich habe gestern ganz ehrlich bei Google, könnt ihr einmal überprüfen, deinen Namen nehmen, Thomas Berthold, bin auf News gegangen und da gab es 2 Meldungen. Eine kam vom Tagesthemen, da stand so sinngemäß drin, also ein langer Artikel und in einem Beisatz stand, dass du, nur dein Name wurde dort erwähnt, als Ehrengast eingeladen war und dann haben die so einen kleinen Schnitzer zum Schluss eingebaut, so nach dem Motto, aufgrund Querdenker-Sachen, so sinngemäß, ob man sich nicht damit auseinandergesetzt hat oder so. Also ist es anscheinend doch nicht so, wie sie schreiben, die Systemmedien. Nein, also du gehörst zu dem Nochmal, es gibt hier verschiedene Programme. Die FIFA ist ja letztendlich eine große Organisation, die hat bestimmt auch ganz viele Ehrengäste hier eingeladen. Okay. Aber Heiko, ich muss dir ganz ehrlich sagen, damit beschäftige ich mich nicht. Ich sehr bin gut, hier als Mitglied dieser, wie gesagt, dieser Legends hier, bin ich hier vor Ort. Und das Schöne ist ja, dass, wie gesagt, ja, dass du eben Menschen triffst, die du schon, wie gesagt, seit, keine Ahnung, über 30 Jahren kennst. Mhm. Die triffst du eben an diesem Ort, weil die Generationen, die hier vertreten sind, sind unterschiedlicher Natur. Der Älteste
Das ist der Mario Kempisch, der hat 78 mit Argentinien die Weltmeisterschaft gewonnen. Der ist hier auch anwesend. Und das ist auch das Schöne von dem Programm, dass letztendlich die Spieler hierher kommen, die bei großen Turnieren teilgenommen haben. Es sind 11 Weltmeister aktuell hier, ehemalige Weltmeister. Und alles andere, Heiko, interessiert mich nicht. Sehr gut. Sehr gute Einstellung. Deswegen haben wir auch eine gleiche Wellenlänge, wenn es darum geht. Und jetzt interessiert natürlich auch die Zuschauer, wie siehst du denn überhaupt die Sache jetzt mit Katar? Du bist jetzt vor Ort. Kannst du kurz berichten, wie die Stimmung ist? Wie siehst du es, Also dass die Heiko, WM? ich bin jetzt vor Ort mit meiner Frau. Wir sind wie gesagt, wir sind Samstagmorgen gelandet hier oder Freitagnacht, wie auch immer, und haben das Eröffnungsspiel mitgemacht. Wir haben am Samstagabend noch den Fanpark miteröffnet mit 10 anderen Weltmeistern und dem FIFA-Präsident. Und die Stimmung ist hier hervorragend. Also die Leute, die hier im Land leben, sind sehr stolz, dass ihr Land die WM ausrichtet. Der Fußball wird Zeit brauchen hier, um sich zu entwickeln. Auch der Frauenfußball soll sich hier entwickeln. Also es gibt hier viele Themen, die jetzt hier angestoßen werden. Es ist eben auch eine andere Welt, die arabische Welt. Das kannst du nicht mit Europa vergleichen. Aber die Gastfreundschaft ist groß. Die Stadien, also ich habe jetzt erst ein Stadion gesehen, Eröffnungsspiel am Sonntagabend. Das ist unfassbar. Also diese Stadien, da gibt es nichts Besseres auf der Welt. Also das, was hier steht, ist das Nonplusultra. Also da kann man wirklich den Leuten nur gratulieren, was die hier in den paar Jahren auf die Beine gestellt haben. Gut, jetzt hast du ja mitbekommen, sicherlich die Diskussion Katar, letztendlich das ganze Prozedere hängt ja noch mehr drin, Krieg, Russland, Ukraine, Gas nehmen wir nicht mehr von Putin, aber Katar, da gehen wir jetzt rüber. Du kennst das Spiel als Sportler, das Problem, Sportler sind immer Leidtragende, die wollen eigentlich Sport betreiben, die haben Spaß dran, Liebe zur Sache. Wir kennen es, 1980 Olympische Spiele, damals den Boykott 84 in Los Angeles. Die Sportler waren immer die Leidtragenden. Wie siehst du es aus Sicht eines Hochleistungssport, das Profis, wie nehmen die das denn wahr? Diese ganze, sag ich mal, dieses politische Hin und Her um Katar. Heiko, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob sich der eine oder andere Spieler damit beschäftigt, inhaltlich, ob die Spieler sich instrumentalisieren lassen, das weiß ich nicht. Also für die Spieler zählt der Sport. Und der Sport ist für die Leute da, für die Fans da, die freuen sich auf dieses Turnier, auf die Spiele. Und nochmal, Heiko, ich möchte mich nicht nochmal wiederholen. Alles andere geht bei mir persönlich hier vorbei. Ich freue mich, ehemaligen Kollegen zu sehen. Ich freue mich, live im Stadion zu sein. Ich freue mich aber auch, wenn ich ein Spiel auf der Großleinwand sehe. Gibt hier im Hotel mehr Großleinwände, wo du die Spieler live verfolgen kannst und alles andere, die ganzen Diskussionen, die von fern abgeführt werden. Also das, wie gesagt, ja, geht bei mir vorbei, weil für mich zählt der Fußball, der Sport, die Fans, und alles andere, wie gesagt, ja, Heiko, und da sollte jeder seine Meinung zu haben, das ist ja auch recht und gut, aber so Fernbeurteilungen vorzunehmen, ohne hier im Land gewesen zu sein, finde ich schon recht, naja, ich will es mal so sagen, ja, kritisch. Also reden wir eher über die sportlichen Aspekte, jetzt nicht über die politischen Aspekte. Ja, Heiko, ich meine, was meinst du jetzt konkret mit politischen Aspekten? Die WM wurde vergeben, 2018 Russland, 2022 an Katar. Es gab viel Diskussion und die nächste WM findet in drei Ländern statt. Ich weiß nicht, ob es dann auch so Diskussionen geben wird, wenn wir dann näher ans nächste Turnier kommen. Dieser ganze Vergabeprozess, der, wie gesagt, über Jahre ja durchlaufen wird, den werden wir beide nicht ändern können. Der ist Naja, eben so, wie klar. er ist, ja. Und Länder Okay. bewerben sich und irgendwann muss eine Entscheidung getroffen werden. Und dann, wenn die Ja. Entscheidung getroffen ist, dann wird das eben auch dann durchgezogen. Jetzt ist natürlich so, du bist aufgelaufen ja 1990, also wo ihr Weltmeister geworden seid, da hat man von der Nationalmannschaft gesprochen. Und ich sehe es vor mir noch, diese große Fahne war überragend. Also ich kam ja aus dem Ostteil letztendlich und du hattest wirklich diese Gefühl, dieses Land ist völlig. Es ist ein Land, Deutschland. Also alle haben sich mitgefreut, ob Ost oder West. Und aus der Nationalmannschaft wurde die Mannschaft. Können wir darüber reden? Das ist auch nicht dein Thema jetzt, weil da hängt ja doch ein bisschen was mit dran, die Identifizierung. Ja, aber das wurde wieder jetzt zurückgenommen. Jetzt heißt es ja wieder die Nationalmannschaft und Ah, nicht okay. die Mannschaft. Ah, Also das ist, okay. glaube ich, mein aktueller Kenntnisstand. Oder hat sich dann schon Ah, wieder was okay. geändert? Bin da nicht so drin. Ich Ja, dachte, du kannst mir dazu was sagen. es gab bestimmt eine gewisse Zeit oder es gab bestimmt auch einen Prozess der Entfremdung. Das steht außer Frage. Vor allem nach dem katastrophalen Abschneiden in Russland. Das war dann das i-Tüpfelchen auf die ganze Sache. Aber nachdem jetzt ja ein neuer DFB-Präsident gewählt wurde, habe ich so eine Erinnerung, dass eigentlich
die, wie gesagt, die erste Korrektur war, dass wir jetzt wieder über die deutsche Fußballnationalmannschaft reden und nicht über La Mannschaft oder die Mannschaft, weil es gibt ja noch andere deutsche Fußballnationalmannschaften, also im Juniorenbereich, im Damenbereich etc. etc. Klar. Also das ist wie gesagt mein aktueller Kenntnisstand, Heiko, mehr weiß ich auch nicht. Es interessiert mich auch nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Entscheidend ist, was auf dem Platz passiert. Genau. Und die deutsche Mannschaft, die ist gut beraten und auch ihr ganzer Tross, der dabei ist, dass man sich aufs Wesentliche konzentriert. Das ist der Fußball. Am Mittwoch geht's los gegen Japan. Das wird ein sehr interessantes Spiel werden. Und alle anderen Nebenkriegsschauplätze, die sollte man versuchen, beiseite zu legen, weil das kostet alles Energie und Zeit und Kraft und Nerven. Zu deiner Zeit war das ja auch nicht so gewesen, sage ich erstmal so. Seid ihr hingegangen, habt euch wirklich konzentriert und habt gesagt, wir gehen jetzt hin, um zu gewinnen. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, als Beispiel Manuel Neuer, die müssen irgendeine Binde tragen. Du kennst das Spiel, jetzt trägt er sie doch nicht, diese Regenbogenbinde. Wie ist denn das so als Profi? Wie fühlt man sich denn da? Weil eigentlich willst du ja spielen und hast Spaß an der Sache. Es muss ja irgendjemand zu dir kommen und sagen, wir werden heute die Regenbogenbinde nehmen als Kapitätsbinde. Denkt man denn drüber nach oder sagt man, ist egal, ich mach's, ich weiß nicht. Auch das sind zum Beispiel auch so Randerscheinungen oder solche Themen, die werden hier aufgepauscht. Also früher wurde über sowas gar nicht diskutiert, da hat jeder seine Binde angezogen, jeder Kapitän. Genau. Ich habe vorhin mal reingeschaut beim Spiel England gegen Iran. Da stand, glaube ich, bei dem Engländer stand drauf vom Kapitän No Discrimination. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass der Spielraum da bei der FIFA sehr gering ist. Die sind ja auch Veranstalter dieses Turniers, die machen auch die Ansagen an die Mannschaften. Und da haben sich auch alle dran zu halten. Du kannst doch nicht für jeden eine Extrawurst braten. Ja. Mich hat es nochmal interessiert, weil ich habe gesagt, wie ist das Sportler? Du bist jetzt heiß, du willst dein Bestes geben, so stelle ich mir mal vor. Jetzt kommen aber irgendwelche Organisatoren oder andere Chefs, die dann so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen politischen Wind reinbringen wollen, den du da gar nicht haben willst als Spieler. Wie man als Spieler damit umgeht, weißt Heiko, du? Heiko, vollkommen d'accord mit deiner Auffassung. Die Spieler sollen sich auf den Sport konzentrieren und Fußball spielen. Und alles andere, der Sport und Politik sollte man sowieso getrennt lassen. Absolut. Und alles andere, wie gesagt, kostet nur Kraft und Nerven und Ablenkung ist nicht angesagt, weil am Mittwoch zählt nur eins, volle Konzentration auf das Spiel und dann werden wir sehen, was dann auf dem Rasen passiert. Willst du schon eine Prognose abgeben? Was glaubst du? Ist immer so die Standardfrage bei so einem WM. wer hat das Zeug dafür, um Weltmeister zu werden? Willst du dann eine Prognose abgeben? Ja, also meine Prognose Prognose ist immer schwer, Heike, eine Prognose generell abzugeben. Naja. Aber mein Favorit, Turnierfavorit, ist aufgrund der Personaldecke, ist Brasilien. Die haben eigentlich auf jeder Position zwei Topspieler. Vielleicht noch Argentinien, das sind so für mich die beiden Top-Favoriten. Aber jedes Turnier hat auch, wie gesagt, seine Tücken und seine Überraschungen. Und beim ersten Spiel ist es ganz wichtig, vor allem in dieser Gruppe, in der wir sind, mit Spanien, dass Deutschland Japan schlägt. Denn wenn du nur unentschieden spielst, gerätst du schon unter Druck gegen Spanien und das sollte man am besten vermeiden. Jetzt sagt man Deutschland ja mal nach, ist eine Turniermannschaft, weißt ja selber. Und die haben ja teilweise, obwohl sie manchmal schlecht gespielt haben, aber über, selbst 74 war es ja dann so am Anfang und trotzdem sind sie Weltmeister geworden. Obwohl, hat sich da was verändert? Siehst du Deutschland immer noch als Turniermannschaft so an? Weil der Sport ist ja doch ein bisschen, ich sage jetzt mal, athletischer und schneller geworden. Oder ist es? Ja, aber wie gesagt, die Athletik und die Zunahme von der Geschwindigkeit, vom Tempo, das betrifft ja alle Mannschaften. Das ist ja letztendlich ein Phänomen des Fußballs. Der Fußball geht eben in die Richtung mehr Dynamik, mehr Athletik, mehr Tempo. Das sehen wir auch in den europäischen Ligen. Turniermannschaft denke ich schon, dass Deutschland neben Brasilien und neben den großen Fußballnationen eben auch diese Turniererfahrung mitbringt. Und eben auch es immer gezeigt hat, dass in den letzten, wie gesagt, Jahrzehnten, wenn es darauf ankam, dass die Mannschaft da war. Das ist ja immer das Wichtigste im Turnierfußball. Das Turnier geht 4 Wochen, kannst dann mal eine Delle haben, aber du musst eben dann auch mal diese Dellen überleben. Und wichtig ist eben, im Endeffekt keine Delle mehr in der K.O.-Runde zu haben. In der Vorrunde hast du ja 3 Gruppenspiele, kann man so ein bisschen auch mal justieren, aber in der K.O.-Runde ab Achtelfinale gibt's ja nur eins, weiter oder nach Hause fahren. Da sollte man keine Dellen oder keine allzu großen Dellen mehr haben, dabei sonst fährst du eben nach Hause. Du warst ja beim Eröffnungsspiel jetzt dabei. Wie fühlt es sich so für dich an, wenn du jetzt auf der Tribüne sitzt? Fieberst du da mit, sag mal? Bist du eigentlich auf dem Fußballplatz selber noch gedanklich oder hast du eine gewisse Distanz schon da? Ich habe da auf jeden Fall eine gewisse Distanz. Auch beim Eröffnungsspiel, wie gesagt, gibt es da keine direkte Beziehung zu den beiden Mannschaften.
Ich schaue eher so ein Spiel mal aus taktischen Gründen an. Also mich interessiert eigentlich so, wie die Mannschaften in der Lage sind, das Spiel zu eröffnen, wie viel Passstationen sie innerhalb der Mannschaft zustande bekommen. Das war zum Beispiel ein großes Manko von Katar, die es eigentlich nie geschafft haben, irgendein Spielsystem auf den Platz zu bringen. Ganz zu schweigen von Passstationen, weil nach zwei Stationen war der Ball wieder weg, der wurde meist nach vorne gehauen. Entweder war der Druck allzu groß, dass die Mannschaft, wie gesagt, im Eröffnungsspiel da einfach wie gelähmt wirkte. Denn 2019 waren sie noch Asienmeister. Und man darf nicht vergessen, an der Asienmeisterschaft nehmen auch Nationen wie Japan und Korea und Südkorea teil. Und das sind schon bessere Fußballmannschaften. Aber wie auch immer, ja, im Endeffekt ist Fußball Ergebnissport. Und Katar hat eine sehr schwere Gruppe mit Senegal noch, mit Holland. Also von daher denke ich mal, wenn überhaupt ein Sieg möglich gewesen wäre, dann nur gegen Ecuador, weil die anderen beiden sind immer zwei andere Kaliber. Und dass eine gewisse Enttäuschung da war, das hat man im Stadion gesehen. Die Leute waren einfach enttäuscht nach der ersten Halbzeit. Da gingen ja auch schon einige nach Hause. Aber meine Frau, muss ich sagen, die hat ein schönes Erlebnis im Stadion, weil die wurde von einer Katari angesprochen. Und die Frau hat sich vorgestellt und hat gesagt, dass sie Fußballfan sei. Und dass auch der Damenfußball hier sich entwickelt und dass sie sich sehr freut, dass, wie gesagt, meine Frau hier als Gast in ihrem Land ist und die WM besucht. Also daran erkennst du mal, was der Fußball für eine Power hat, weil der Fußball vereint eben die Menschen, unabhängig von Religion, von Glauben oder politischer Gesinnung. Und das ist das Einzige, was wirklich zählt. Auf jeden Fall, sehe genauso. Nur trotz alledem können wir uns jetzt beide drehen, wenn wir wollen, weißt du selber, dass ernsthafte Interessen trotzdem immer dahinter stehen, um die Sache zu instrumentalisieren. Ich sage nur, Kimmich, kennst du das Spiel ja mit der Impfgeschichte? Warum muss man darüber reden? Warum muss man darüber permanent debattieren? Was ich meine? Warum muss der Mann so Ja, unter Druck gesetzt werden? du hast natürlich recht. Ich möchte darüber gar nichts mehr groß sagen, über dieses Thema. Von daher nochmal mein Hinweis beziehungsweise mein Tipp an die Spieler. Konzentriert euch auf den Fußball, dann habt ihr schon genug mit zu tun. Denn wenn man weiterkommen will, Heiko, dann musst du alles andere ausblenden. Du kannst im Kopf nicht so viele Nebenkriegsschauplätze haben. Du musst einfach in der Lage sein, 4 Wochen lang zu performen, um deine Leistung auch abzurufen, bedarf es wirklich 110%iger Konzentration. Und alles andere, wie gesagt, der muss dann auch mal zur Seite treten. Ich glaube, der Oliver Bierhoff hat es auch mal gesagt vor ein paar Wochen. Der hat auch gesagt, wir sind gut beraten, wenn wir da hinfahren und uns auf den Fußball konzentrieren und alles andere erstmal beiseite legen. Wie läuft jetzt so ab als Spieler, sag ich mal, diese Vorbereitungsphase jetzt vorm Spiel? Du bist jetzt im Zimmer. Ich weiß nicht, haben die Einzelzimmer oder sind da zwei Leute in einem Ja, Zimmer? das kann Wie ich dir, läuft? das kann ich dir, das hängt ja mal so ein bisschen auch vom Gusto des einzelnen Spielers ab. Also es gibt Spieler, die bevorzugen eher ein Einzelzimmer. Vielleicht auch, weil sie dann besser schlafen können, weil wenn du dann einen neben dir liegen hast, der nachts noch irgendwie, keine Ahnung, ja, spielt oder Fernseher anhat, kommst du da nicht zur Ruhe. Gibt aber auch andere, die liegen gern zu zweit. Ich weiß nicht, wie das heute geregelt ist, ob die alle ein Einzelzimmer haben oder ob es auch noch welche gibt mit einem Doppelzimmer. Das kann ich dir alles nicht sagen. Ich habe nur gehört, dass die Mannschaft morgen Abend von ihrem Trainingscamp nach Doha kommt, weil die wohnen ein bisschen außerhalb, so eineinhalb Stunden, glaube ich, und schlafen dann vielleicht auch wegen dem Verkehr und wegen der Anreise. Also morgen Abend in Doha, damit sie einen kurzen Anreiseweg am Mittwoch zum Stadion haben. Und ich sag mal, gerade die Nacht davor hast du das nächste Mal im Leben erlebt? Ist man da ein bisschen aufgeregt oder ist man da schon Naja, also bei mir abgeklärt war das, eigentlich? Heiko, bei mir war das nicht so mit dem Aufregtsein. Das ist aber auch unterschiedlich. Der eine ist vielleicht ein bisschen aufgeregter, der andere weniger. Das liegt ein bisschen auch an der Mentalität der einzelnen Spieler. Bei mir kam mir das Kribbeln so eigentlich, das richtige Kribbeln, wenn du eigentlich vor dem Spiel ankommst, mit dem Bus in die Kabine gehst und dann erstmal auf den Platz läufst. Weil das war immer so eine Prozedur. Auf dem Platz laufen, um mal zu testen, was für Stollen man draufschraubt, den Platz mal so ein bisschen zu fühlen, das Stadion zu fühlen. Dann kam so ein Kribbeln auf. Und dann wieder ein größeres Kribbeln, wenn letztendlich nah am Warmmachen die Spieler dann spalier stehen, gemeinsam einlaufen, die Nationalhymne gesungen wird, dann kam auch nochmal ein Kribbeln auf. Aber wenn das Spiel angepfiffen wurde,
dann habe ich mich immer auf mein Spiel konzentriert und auf meine Aufgabe. Das war dann weg. Also bei mir war es auch so, Heiko, du siehst auch dann nichts drumherum mehr. Also das Stadion, die Zuschauer, ob die pfeifen, ob die jubeln, das ging bei mir da rein und da wieder raus. Also ich habe mich eigentlich nur Tunnel, auf Spiel oder? Konzentriert, Tunnel, genau, und auf meinen Job und fertig aus. Sure. Hast du direkten Kontakt noch mit der Nationalmannschaft, mit Spielern oder gar nicht? Nein, Heiko, das ist ja auch eine andere Generation. Ich meine, ich habe, wie gesagt, vor über 20 Jahren aufgehört. Von daher gibt es da überhaupt keinen Kontakt zu Spielern. Ich verfolge das hier als, wie gesagt, als ehemaliger Spieler und freue mich auf das Spiel am Mittwoch, weil es wird ein interessantes Spiel sein. Die Japaner rechnen sich auch was aus. Gibt es ja auch den einen oder anderen. Den Endo vom VfB, den Kamada von Eintracht Frankfurt, die sind ja in Deutschland durch die Bundesliga bekannt. Die werden auch hochmotiviert sein. Und das ist schon mal ein erster richtiger, naja, nicht sagen Test, ja, ein richtiger Gegner, den du erstmal richtig bespielen musst. Da muss man 90 Minuten oder wenn es auch sein muss, mit Verlängerung, gibt ja meistens so ein bisschen Nachspielzeit, 5, 6, 7 Minuten. 97 Minuten hochkonzentriert zu sein. Du hattest ja mal eine Kolumne, glaube ich, gehabt, ne? Aber beim Doppelpass warst du auf jeden Fall mehrfach eingeladen damals, kann ich mich erinnern, ne? Bei der Sendung. Ja, das ist aber alles schon lange her, Heiko. Naja, aber es geht darum, dass du trotzdem jemand warst, wo die Leute auf Wert gelegt haben, auf dein Wort. Und mir geht es jetzt darum, gerade weil, wir haben ja privat auch oft telefoniert, weil ich weiß, wie du tickst und auch andere gerade dich schätzen, als denjenigen, der immer geradlinig ist, guck mal, unter den Videos beispielsweise, ich habe ja ein paar Mal an dich Kommentare weitergeleitet, die dann sagen, bester Verteidiger aller Zeiten, Thomas Berthold ist ein Mann, der immer zu seiner Meinung gestanden hat und ist der Punkt, sag ich mal, da gibt es aus meiner Sicht nicht viele heutzutage, die so ticken wie du, du bist wirklich ein Urgestein, viele sind so, wie der Wind sich dreht, so sind die auch mit ihrer Meinung und deswegen wäre es vielleicht schön, wenn wir noch eine Sendung machen könnten, dass du mal über, wenn Deutschland gespielt hat, mal aus deiner Sicht was sagst, gerade für die alten Fans, die dich immer noch, sag mal, lieben für das, was du, für was du stehst, sag ich jetzt mal. Heiko, das Schöne ist ja auch, während meiner Zeit jetzt hier, während den paar Tagen, wenn du immer mal von Freunden oder Bekannten zu Bildern bekommst auf deinem Handy, mit unserer 90er-Mannschaft, mit dem Spruch dazu, das ist eine schöne Wertschätzung. Aber wie gesagt, ja, wir hatten eine schöne Zeit, Heiko. Das ist schon alles sehr, sehr lange her. Okay. Und von daher, ich freue mich einfach, weißt du, auf dieses Turnier, weil eine Fußball-WM ist was Besonderes. Der Fußball ist der größte Sport auf diesem Planeten. Und wenn du auch siehst, die Menschen kommen hierher aus der ganzen Welt, von Südamerika, von Asien, aus der arabischen Welt, aus Europa. Mhm. Die feiern hier zusammen, die wollen schöne Spiele sehen und das ist das Einzige, was eigentlich zählt. Ja. Alle anderen Themen, Heiko, aus der Brille der Medien, die hier Fernbeurteilungen durchführen, frage ich mich sowieso, ja, auf welcher Basis gibt es eigentlich eine Relevanz, weißt du? Gibt ja keine Sklaverei mehr in diesem Land. Also jeder, der hierher kommt und hier arbeitet, ist ja nicht versklavt worden. Versklavt worden wurden Menschen vor vielen Jahren, vor vielen hundert Jahren. Da kannst du sagen, die haben gearbeitet, aber haben kein Geld dafür bekommen. Also die Menschen, die hier aus dem Ausland hierher kommen, Expats, die werden alle bezahlt. Ja, im Endeffekt kennst du das Spiel ja, du zeigst mit dem Finger auf jemanden und drei Finger zeigen immer auf dich und dafür sind ja speziell die Medien, die Politik bekannt, die sind ja dabei immer zu werten, zu bewerten, die sind Richter, wie kann man über was richten, muss es ja selber sehen, schmecken, fühlen, anfassen, um dir eine Meinung zu bilden, das ist aber ein Hauptproblem, glaube ich, der Menschen, nicht nur der Medien und der Politiker, deswegen ist es sehr schön, dass du vor Ort bist und sagst, okay, bild mir meine Meinung, deswegen dachte ich, reden wir auch mal kurz darüber. Hört sich für mich sehr entspannt an, wenn eine Frau angesprochen wird. Die Britta im Stadion ist schon ein schönes Gefühl. Und also die haben euch alle liebevoll aufgenommen, so höchst raus quasi, die Menschen dort. Sehr super freundlich. Also kann es nur so sagen, wie wir es hier wahrgenommen haben. Sind ja erst ein paar Tage hier. Und ja, wenn wir beim nächsten Mal die nächste Sendung machen, kann ich dir noch ein paar weitere Eindrücke schildern, weil du lernst ja auch wieder ein paar neue Leute kennen. Das ist ja hier so, weißt du, ein bunter Haufen in unserem Hotel. Kommen, gehen und wir kommen auch mal raus, lernen auch ein bisschen andere Leute kennen. Also bis jetzt kann ich nur Positives sagen. Und das ist ja auch so, du weißt doch selber, wir haben ja schon mehrere Interviews gemacht. In Deutschland liegt ja mittlerweile mehr als mehrere Sachen im Argen, sag ich mal. Du weißt selber, ohne jetzt Namen zu nennen, dass da Leute im Gefängnis sogar schon sitzen, wo man sagen könnte, teilweise wahrscheinlich sogar aus politischen Gründen.
Und es ist ja auch mal so eine Sache, wenn ich immer mit Finger auf andere zeige und sage, die machen dies, die machen das. Und im eigenen Land letztendlich auch mittlerweile ja eine gewisse Entwicklung vonstatten geht, die ja teilweise, kann man so oder so jetzt aussehen, aber das ist teilweise auch nicht mehr so viel mit demokratischen Verhältnissen zu tun hat, finde ich mal sehr kritisch. Weißt du, ich meine, wenn man jetzt bewertet Ja, andere Länder. du hast schon recht, man soll erstmal vor der eigenen Tür kehren, bevor man mit dem Finger auf andere zeigt. Altes Da bin chinesisches ich, Sprichwort, war schon immer da so, bin ich, da Chinesen, bin ich, ne? ja, da bin ich vollkommen bei dir. Okay. Also das sind wir, glaube ich, einer Meinung. Aber nochmal, Heiko, die Leute sollen Spaß haben am Fußball schauen. Also ich habe das ein bisschen auch verfolgt, teilweise medial, dass da aufgerufen wurde, Spiel zu boykottieren oder Fußball gar nicht mehr zu schauen. Also größer Blödsinn habe ich ja noch nie gehört, den Leuten auch den Fußball madig zu machen. Die Menschen freuen sich auf den Fußball und daher kann ich jeden nur animieren, macht den Fernseher an, guckt die Spiele, sind ja viele auch Fußballfans der deutschen Nationalmannschaft und die Menschen, die aus dem Ausland kommen, die in Deutschland leben, die haben andere Mannschaften eben, die sie begleiten und den Spaß sollte sich keiner nehmen lassen. Auf jeden Fall. Thomas, vielen herzlichen Dank, dass du spontan Zeit hast. Das war ein gutes Schlusswort. Vielleicht hast du ja Zeit, gucken wir mal irgendwann nächste Woche Ja, oder nach dem Spiel, dass du mal gerne. deine Meinung sagst, wenn die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat. Ja. Interessiert mich auf jeden Fall deine Meinung. Schönen Gruß an die Britta von hier. Viel Spaß Mach ich. beim Spiel. Alles Liebe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Dankeschön. Liebe Grüße an alle. Ciao, Heiko. Danke.